Herzlich willkommen, meine lieben Zuschauer. Es gibt wieder eine neue Folge Trials Fusion. Und es gab ein kleines Update. Als erstes ist der Mauszeiger entfernt worden, wenn man mit Controller spielt. Das ist euch bestimmt mal aufgefallen, dass der mitten im Bild hing. Ich muss erstmal gucken, wie viele Medaillen brauchten wir noch. 110, das heißt, wir brauchen 5 Medaillen. Okay. Und es gab was Neues, und zwar Wettkämpfe. Ja, ich würde sagen, wollen wir mal reingucken? Gucken wir mal rein, ne? Hierum geht's, so gut wie möglich zu sein halt. Ach, guckt mal. Hier könnte man noch den Rabbit spielen. Das ist ein Fahrrad. Aber wir nehmen unsere Pit Viper. Gucken wir mal rein, was das ist. Ja. Was gab es sonst Neues? Mit dem Patch gab es noch ein paar Verbesserungen bezüglich Performance. Da hatte ich ja eigentlich keine Probleme bis jetzt. Und ja. Naja, dieser Modus ist halt am neuesten. Ja, so, das sind auch Maps, die man kennt. Ja, die kennen wir. Und ist vielleicht ganz gut zum Reinkommen. Denn uns stehen ja große Aufgaben bevor mit den ganz schweren Maps. Um die noch schwereren bzw. extremen Maps, denke ich, müssten das jetzt sein, freizustellen, wo man, ja, nicht wo man, sondern wo ich failen werde ohne Ende. Alles klar. Weiter geht's. Würde mal sagen, das war schon mal gar nicht so schlecht. Mal sehen, was das am Ende für uns bedeutet. Dass wir die erste jetzt ohne Fehler und unter 50 Sekunden gemacht haben. Aber ich hätte gedacht, es gibt noch ein anderes Motorrad. Also bei Trials Evolution war das so, da waren die Unterschiede also in der Leistung deutlich spürbarer. War nicht so gut, aber immerhin rübergekommen. Das war schon mal nicht so gut. Da habe ich zu viel Gas gegeben. Da habe ich mir die Clownsnase aus Lenkrad gequetscht. Lol. Das war irgendwie komisch. Da hat die Federung noch nicht gestimmt. Ach, ich erinnere mich an diese Map. Ich weiß, dass ich die fehlerfrei in 40 Sekunden mal geschafft habe. Ja, hat man gesehen. Das war nicht gut. Und jetzt gleich die letzte Map aus dieser Runde. Ja, es hat sich einiges getan, wie ihr gesehen habt mit den Videos. Ich habe das Civilization 5. Mal neu gestartet. Und ich finde es auf jeden Fall besser, wie es jetzt ist. Ich bin in der nächsten Woche weg für 3 Tage, weswegen ich hier ordentlich voraufnehme. Aber muss ja auch mal sein, ne? So. Komm. Oh, das war aber fies, der Sprung. Nein, der schon wieder. Das war nämlich der, wo man nicht so schnell drüber fahren durfte. Gucken wir mal, ob das gereicht hat. Ja, gerade so. Und jetzt ging es doch hier hoch, oder? Ja. Wieder den Fehler gemacht. Das waren alles Maps, wo wir Gold hatten.
Mal gucken, was wir dafür kriegen. Aktuelle Position 300. Ja, das ist ja lustig. Krieg ich dafür irgendwas? Nee, aber wenn es keine Medaillen gibt, dann brauchen wir das erstmal nicht. Wir wollen ja in der Karriere weiterkommen. Ich versuche hier mal noch ein paar was rauszuholen. Steiniger Weg. Sollte drin sein. Hoffentlich. Naja, und ich habe ja die Battlefield Hardline Beta auch gestartet. Ich bin mir gar nicht sicher, ob die überhaupt noch online sein wird, die Beta. Also spielbar sein wird, bis dieses Video rauskommt. Aber naja, jedenfalls, ihr habt es dann ja gesehen, das Video. Oder die Videos. Hoffe ich natürlich für euch. Wenn nicht, ihr habt was verpasst. Ah, das kann ich schon wieder neu starten. Wie soll ich denn da so viel Speed kriegen? Meine Herren hier, ey. Ich weiß gar nicht, wie ich den Sprung machen soll. Ich kann mich auch gar nicht an diese Map erinnern, fällt mir gerade auf so. Das war Glück. Nee. Wie viel darf ich eigentlich machen? 15 Fehler. Okay. Ja, und das war's. Ja, es ist, macht wieder richtig Spaß, das Spiel. Also, was soll man hier anders erwarten? Oh Gott, wenn das schon so anfängt. Ja. Ja, dieser Weg wird kein leichter sein, fällt mir hierzu nur ein. Ey. Ich mache jetzt Fehler an Stellen, die eigentlich super einfach sind. Es ist immer, wenn man versucht, hier irgendwie Zeit rauszuholen, wenn man weiß, dass man da vorne wieder verkackt. Das ist unmöglich, ja. Ich will mal kurz was gucken. Ich probiere mal ein anderes Motorrad aus. Vielleicht brauche ich einer, der ein Motorrad, was nicht so beweglich ist, sondern eher ein bisschen stabiler. Weil in der Leistung sollte das gleiche, sollte das ähnlich sein, habe ich so mitbekommen. Also denke ich also. Ja, der Sprung geht schon mal viel besser.
Aber hier hat es seine Schwächen, ne? Na. Ja, da ist das Problem. Hier hat es das Problem. Im langen Bunny Hop. Dafür ist es hier wiederum viel, viel angenehmer zu fahren. Nein. Komm schon, komm schon, komm schon, langsam. Ich weiß, ich hab Zeit, ich hab Zeit. Nein. Ich muss wieder von vorne anfangen. Das war so knapp. Aber ich habe das Gefühl, als würde es mit dem Mammut besser funktionieren, wenn man so das den Dreh raus hat. Naja, jetzt kommt wieder hier an dem Sprung. Ah. Das ist das Problem mit dem Mammut hier. Das ist das Ding. Wieso wurde ich jetzt gerade eigentlich so weit zurückgesetzt? Ah, nee, gar nicht. Das war ein Fehler, dass ich hier schon bin. So. Das muss ja gleich mal gut sein. Ja, so macht man das. Genau so. Guck mal, nur noch mal eine Fehler halbieren und dann habe ich Gold. Glaube ich, ich bleib mal bei der Roach. Irgendwie. Macht die sich da ganz gut. Okay. Dafür ist sie hier zu fett für. Please return to your domicile.
Oh Mann. Komm. Oh, das kann doch wohl nicht wahr sein, dass ich da nicht rumkomme. Geht doch. Das war aber haarscharf hier. Ne. Ne. Das sieht besser aus. Lol. Ja, was? Gut, schaffe ich nicht. Da weiß ich nicht, wie ich rüberkommen soll. Den kriege ich nicht hin. Den kriege ich nicht hin mit dem Motorrad. Wie soll ich das denn machen? Okay. Oh. Kann aber nicht wahr sein. Das hätte ich gebraucht. 16 Fehler, ey. Ein Versuch noch. Und dann mache ich einen Cut. So, die ersten Sprünge mal mit Ach und Krach hinbekommen. Ja, und der erste Fail. Hey. Na, komm doch rum. Geht doch. Oh, gerade so. Ja. Nee. Und sie. Ja. Ja. Nein. Nee.
Ja. Ja. Nee. Was? Ja. Im Ziel und ein Fehler zu viel, ne? Zwei. Ja. So. Das wird nächstes Mal besser. Eine Medaille haben wir geschafft. Unglaublich geil. Naja, bis zum nächsten Mal. Euer Frostgrim.